ich bin der Micha, arbeite bei Zyplin als Werkpolier, bin 21 Jahre in der Firma und möchte euch heute die KR806 3GS von Klemm, ein Ankerbohrgerät, vorstellen. Wie ihr seht, haben wir hier oben den Bohrmotor, ein RH24 und ein RH10. Ist ein Doppelkopfverfahren, was wir hier anwenden. Das heißt, das Innengestänge und das Außengestänge läuft gegeneinander, um das Bohrmaterial besser zu fördern. Dann haben wir hier die Klemmbrecheinrichtung. Die hilft uns, um das Innengestänge und das Außengestänge voneinander zu trennen. Hier haben wir eine Bohrkrone, eine Außenbohrkrone. Wir arbeiten zurzeit mit dem Bohrdurchmesser 133 und einem Lufthammer. Wir können auch mit der Maschine von 30 bis 254er Bohrdurchmesser waagerecht, senkrecht, 90 Grad um die Ecke bohren sozusagen. Die Maschine ist aus dem Baujahr 2023, also ist noch gar nicht so alt. Fährt sich auch ganz gut. Dann haben wir hier unser Fahrwerk. Das ist ein Pendelfahrwerk. Man kann auch in unebenes Gelände damit fahren. Hier haben wir auch mal für heiße Tage den Zusatzlüfter, um das Hydrauliköl zu kühlen. Dann haben wir hier den Tank. Diese Maschine läuft mit AdBlue. Hier hinten ist das Herzstück der Maschine, der Motor. Ohne dem läuft es ja nicht. Da können wir auch mal reingucken. kW machen ungefähr 232 oder 36 PS. Dieser Motor treibt die Hydraulikpumpen an, damit wir halt auch bohren können. Dann haben wir hier die Hauptsicherung, unseren Sicherungskasten, schön verpackt. Mit dem Hauptschalter, den man öfter mal betätigen kann, wenn man nicht arbeitet, um die Batterien zu schonen. Über dieses Bedienpult wird halt gearbeitet. Wir haben auch noch eine Fernbedienung, mit der kann man auch von Weitem wegstehen, um die Arbeitssicherheit in manchen kleineren Baustellen zu gewährleisten. Also wir arbeiten im Normalfall immer mit drei Leuten. Ein Maschinist an der Maschine, dann haben wir noch unseren Baggerfahrer mit dem Manipulator und unseren Mischanlagenfahrer. Wir haben hier ein Transportgewicht von 20 Tonnen, eine Breite von Außenkette zu Außenkette von 2,60 Meter und eine Gesamtlänge von 9,20 Meter. Jetzt zeige ich euch mal, was wir eigentlich als Material einbauen. Hier haben wir jetzt einen vorbereiteten Bodennagel, einen doppelkorrosionsgeschützter Bodennagel. Doppelkorrosion daher, weil er jahrzehntelang halten muss. Und jetzt gehen wir mal bohren.